Eine häufige Frage in der Praxis ist, was muss ich tun, wenn ich in der Schwangerschaft anfange zu bluten? Im Allgemeinen kann man erstmal sagen, dass über die Hälfte der Blutungen in der Schwangerschaft nicht schwangerschaftsgefährdend sind. Es handelt sich meistens um das harmlose Ablösen von Gewebe, von wenig Plazentagewebe. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Mutterkuchen, also die Plazenta, zu Beginn der Schwangerschaft sehr tief liegen kann und es dadurch zu Blutungen kommen kann. Im weiteren Verlauf der Schwangerschaft und durch das Wachstum der Gebärmutter zieht sich die Plazenta dann hoch und es kommt eigentlich, hört auf zu bluten. Seltener sind Infektionen Gründe für Blutungen an Vagina oder am Muttermund. Ein häufigerer Grund sind auch noch Kontaktblutungen nach Geschlechtsverkehr, weil im Allgemeinen die Durchblutung in der Schwangerschaft verbessert und erhöht ist. Und das gilt eben auch für den Muttermund, sodass es da eher zu Kontaktblutungen kommen kann. Was die Frage angeht, was Sie tun sollen, Sie sollten auf jeden Fall bei jeder Blutung in der Schwangerschaft Ihren Arzt aufsuchen oder ein Krankenhaus, um zu gucken, ob doch ernsthaftere Gründe für die Blutung da sind. Manchmal kann eine Blutung eben auch ein Vorbote für eine Fehlgeburt oder eine Eileiterschwangerschaft sein. In aller Regel wird Ihr Arzt nur Schonung verordnen, in selteneren Fällen auch Magnesium zur Entspannung der Gebärmutter.